Du kannst Platinpunkte erhalten? Ein neuer Titel? Welche? Alisa Dragon? Brian Oasis? Earthworm Jim? Okay, Yoshi, Leute, zu meinem neuen Let's Look von Sega Mega Drive. Details. Gamer präsentiert diesen Fantasy-Action-Shooter, in dem die junge Alicia Blitze aus der Hand feuert und vier treue Bestien herbeiruft, um sie auf dem Weg zum Sky-Tempel durch ihre Gegner zu kämpfen. Na gut, dann gucken wir mal rein, was das ist. Nehme ich auch mal auf. Oh, Inka-mäßig. Aber wenn es so wieder sonst Shooter ist, ja, dann sehe ich ein bisschen all das. Aha, wird ein bisschen so die Geschichte erzählt. Sie kann Blitze mit den Händen schießen, okay? Also zu Zeiten immer Hakamediger und Jujutsu Kaisen ist das nicht sonderlich beeindruckend. Gucken wir in die Option, was da so ist. Level normal. Nee, wir lassen das so schön, Leute. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was auf uns wartet. Einfach total blind. Unser Game. The Silver Star Free from Sky. Unleash Evil and Destruction Force the second time. So, who can you can save the world? Must you call this? Aha. Also müssen wir die Drecksarbeit machen. Grüßen. Man muss eigentlich bedenken, dass. Hat damals einfach gereicht. Man sah einfach, man hat einen Text gehabt, ein bisschen Hintergrund. Oh, wie süß. Wir haben einen Drachen. Ja, die schießen mal. Okay, das lädt sich wieder auf. So, springen wir. Oh, so machen wir ein Wildfeuer. Boah, das scheint sehr interessant zu sein. Und ich gehe natürlich. Oh, ja, hier tötet mich auch alles, oder? Hui! Toll. Oh, und mein Drache kann natürlich auch verletzt werden. Ist aber auch geil. Naja, ist so. Wieso wird er. Oh, toll, er kriegt Schluck auf. Hä? Ach, komm mal, ja. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache. Ich wäsche einfach den Knopf. Ach, wir können Level aufsteigen, oder sehe ich das jetzt richtig? Naja, früher war es eigentlich auch so gewesen, dass man auch so Bocklets dabei hatte, die dann so erklärt haben, jo, das und das kannst du machen. Ach, sie ist es, die da so rumquietscht. Also ist das sowas wie Smut und Ab? Ab nur, dass wir zu Fuß gehen. Okay, Smut und Ab. Und wir gehen zu Fuß. Oh, toll! Sogar Raupen können uns gefährlich werden. Ihh, geht, die kommen angerollt. Geht auch ein bisschen steif, die Lady. Okay, das war da. Oh, ich hab meinen Drachen verloren. Shit. Boah. Tot. Er ist tot. Aua. Demo?
Ach du heilige Scheiße, das sieht nach Ärger aus. Ach nee. Ja, wie soll man da hochkommen? Wow. Bin eigentlich erst im ersten Level und schon ist mein Drache tot. Igitt Schleim. Also wenn ich es richtig verstanden habe, müssen wir diesen Silberstern finden oder sowas. Also wo ich das mit meinem furchtbaren Englisch vorgelesen habe. Warte, schade, ich dachte, wäre Igitt Schleim, hau ab. Ich mag nur die Slimes in Slime Ranger. Ich glaube, ich kann wohl besser treffen. Oh, toll. Ich komme da jetzt nicht hoch. Super. Aber ich muss auch sagen, es war auch irgendwie damals eine üble Unart gewesen, dass die Gegner praktisch auf einen reingedrescht haben. Oh, guck mal, ein Secret. Okay, das gefällt mir schon, aber ich bin echt kein Fan davon, wenn man ständig mit Gegner konfrontiert wird, die einen platt machen. So, und man überhaupt keine Ruhe hat und man tatsächlich nur mit viel Glück und Timing weiterkommt. Oder alles so, sag mal, praktisch verinnerlicht hat. Ja, dass man eigentlich ja aus dem FF kann, was die Gegner vorhaben. Ist das denn ein Bossgegner? Wer bist du denn? Hier auf der Way to come sofort. Du hast es gut getan, so schnell, so weit zu jetzt aber. Aber du bist so spät. Okay. Aber unser Führer, bla bla bla. Ey. Du hast ja gesehen, welche Kraft wir besitzen. Du wirst es doch, wirst es wagen, uns herauszufordern? Aha. Reis doch zu unserem Palast, wenn du meinst, das zu überleben. Ja, ist wohl mein fucking Job in diesem Game. Bleibt der Drache tot oder kann er wiederbelebt werden? Ach, schon wieder. Ich kann wirklich keinen Meter gehen, ohne dass da irgendwelche Typen mir auf den Sack gehen. Na toll, und dann noch so von hinten. Dude, Leute, auf Doggy Style stehe ich nicht. Das sieht so aus, als ob mein Haustier tot bleibt. Reizend. Aber ich kann also leveln. Das ist gut zu wissen. Fick dich ins Knie, du Arsch.
Ja, ja klar, natürlich kommen die, wenn ich hier gerade an Jump and Run bin. War ja klar. Vielleicht soll ich ein bisschen warten, bis ich aufgepowert bin und dann kommen die nächsten Idioten. Also ich habe echt manchmal das Gefühl, dass die Leute, also die Programmierer, einfach, ach komm, schmeiß mir den Gegner rein und mach mir das da, angreif und so. Und alles, das wird voll lustig und das eigentlich nicht mal selbst getestet haben, ob das möglich ist. Also zumindest kommt es mir so vor. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Ich habe es nicht so darauf geachtet, weil die ganzen Gegner mir auf den Sack gehen. Oder in den Fall auf die Titte? Ich meine, es ist eine Frau und die hat sicherlich keinen Sack. Was bist du? Ja, das war ein Gastauftritt. Also war vielleicht auch ganz gut zu warten. Ja klar, wie ich das so liebe, wenn der Gegner dann auftaucht, wenn ich gerade am Springen bin. Wisst ihr, wie scheiße das ist? Da ist man schon öfters in den Tod gesprungen, weil der Gegner natürlich einen runterkicken tut. Oh, okay, ich kann runter. Ich dachte, scheiße, ich bin jetzt tot. Scheiße. Na klar. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Das leckt ganz schön. Könntest du mal bitte aufhören, in mir reinzuspringen, du Arsch? Wo bin ich? Tot. Gibt's auch ein Continue? Oh, nettes Anime-Girl. I give you the rank of Electric Slime. Danke. Ist jetzt so mein ganzer Level wieder weg? Mal gucken. Naja, wahrscheinlich. Doch. Wozu das mit Leveln sein soll, verstehe ich jetzt nicht. Muss ich ehrlich sagen. Also ich wollte jetzt mal was gucken, wie was funktioniert, aber egal, ich werde jetzt einfach Speicherpunkt erstellen und dann auch mal gucken, was ich als nächstes mache gleich. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht, das Spiel. So halt, aber warum man da leveln kann, wenn man es eh nicht, sag ich, beibehält, verstehe ich zwar nicht. Und was ist das? Ein Junge erhält ein goldenes Amulett, das viel Geister beaufnimmt. Wie sie auf ein aufragendes Abenteuer. Auch von Asien, die machen von. Ja, aha. Ja, ist das. Ja, ja, was ist das jetzt genau? Gut, gucken wir mal rein. Also, wenn ich ehrlich bin, ich könnte mit solchen Spielen heutzutage gar nicht mehr so großartig anfangen.
Anime-Style. Das liebe ich ja total. Ah, ich hab dich gerufen. Bitte nimm mich auf. Ali? Wie Alibaba? Ja, ich steck da einfach meine Hand rein und sag. Okay. Jetzt hört's auf. Ah, was soll auch so. Ah, große Portemonnaie. Ein Silber, es hat besessen von dem Geist der Seele des anderen. Was heißt es zu ruin auf die Werden? Was? Aha. Okay, find the four spirits. Das Gold Amulet do was and stop the evil creation of the one with the silver amulet. Okay. Also, wenn ich richtig verstanden habe, Gold schützt mich. Und Silber, damit kann ich angreifen. Nehmen wir uns Ali. Also so wie es Japaner schreiben würden. Man könnte eh auch nicht ganz alles schreiben, wie ich sehe. Warum mache ich das? Ich gehe doch eh gleich tot. Ich weiß ja nicht mal, ob das ein Rollenspiel ist oder tatsächlich nur eins ist. Yo! Oh, die Schulter sah ein bisschen komisch aus. Als ob das so nochmal... Jo, wenn du tot bist, dann darfst du die ganze Scheiße nochmal machen. Tja, Ari, scheint so, als ob du rechtzeitig entkommen bist. Das scheint tatsächlich sowas für ein Rollenspiel zu sein, oder? Wäre nicht schlecht. Okay, und wie schütze ich mich? Also ich hoffe wirklich, dass es wirklich mehr so ein Rollenspiel ist. Alicia oder wie das vorige hieß, ist zwar nicht schlecht, aber ich verstehe immer noch nicht den Sinn, warum ich die Möglichkeit zu leveln, wenn ich das eh verlieren tue. Kann ich mit euch reden? Nö. Aha. Nö, ihr seid nicht sonderlich gesprächig, oder? Okay, solange das nicht so ist, dass die anständig einen anquatschen, sobald man ihnen näher kommt. Was dann ziemlich nervig wird, wenn man da nur vorbei will. Und die anderen erstmal alle so voll labern. Oh, ein nettes Amulett. Wo hast du es denn gefunden? Ach, ich muss sie also angreifen, damit sie mit mir reden. Und der Hund ist ein bisschen angepisst. Okay, und du? Hi, Ali. Okay, das ist... Ich hätte ihn vielleicht doch Vic nennen sollen. Wisst ihr, Alligator 1024. Vic, Kapische. Hi, Ali. Hi, Ali. Was für eine Art von Scheiße hast du diesmal... Nee, was für eine Art von Scheiße buddelst du wieder aus? Oh, danke, Idiot. Es sind sehr viele Fremde hier spät. Ich mag die nicht. Ja, Vorteil ist halt nicht gut, aber... Ein Wildfremd würde ich auch nicht gleich immer so vertrauen. Ich weiß, ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht. Ah ja, Ali, ich habe speziell... Das ist ein spezieller Tag.
Wie mache ich das? Keine Ahnung. Buddel in Dreck wieder, Ali? Okay, das weiß ich jetzt nicht, was das heißt. Ich könnte es mir denken. Wo ist der Unterschied? Sind das alles eigentlich Frauen oder Männer? Okay. Oh, das sieht nach Ärger aus. Hallo, wo seid ihr hin? Ja klar. Schnell das Dorf verlassen. Super, die haben Dude, ich bin hier. Falsche Richtung, du Vollidiot! Er hat aber einen Dolch, oder? Ein Messer, ein fucking Messer. Und damit greift er jemand an, der ein Speer hat. Aber sind nicht gerade die hellsten. Igitt Ratten. Oh, scheiße, der hat eine Armbrust. Oh, das heißt, der hat eine verdammte Range auch. Ist das der Boss? Ja. Okay, dann will ich mich mit meinem kleinen Messerchen die verkloppen. Ja. Oh. Viele beschweren sich hier über Tortolie, aber ein Tortolie war nicht schlecht. Und was bist du für ein Hankatten-Typ? Aua, das tut weh, du Arsch! Ja, ich sollte vielleicht meine Taktik noch behalten mit den Zustechen und abhauen. Oh, ich habe den Dicken gekriegt! Ali besiegte die Gruppe, die. Und, ach, er hat einen Lehrer? Er ist auch ein fucking Prinz. Prinz Ali, seid ihr wohl auf. Ich weiß nicht, wie waren. Aber du bist deren Ziel. Sagen, diese Kasse. Sie haben den Schloss angegriffen. Du musst nach deiner Familie sehen. Okay, danke. Kids. Oh, ich kann speichern. Und wie speichere ich? Ah, okay. Okay, ich schätze mal, das ist das Zeichen, ich habe gespeichert. Und sag's noch was? Okay, nur laberst dasselbe und so. Cool. Ich glaube... Oh, das ist ein Vogel. Also, ich glaube, dieses Spiel wird wohl eine der Spiele sein, wenn ich das machen würde, dass ich die dann mal let's playe. Unterrichte mich, wie man ein Dolch. Das ist mal viel, okay? Danke, Ali. Also Ali ist ein Prinz und ich kann die alte schieben, okay? Ich kann nicht alleine. Okay, naja, vielleicht auch keine gute Idee. Ali, den hast du es gezeigt. Also ich hoffe, ich übersetze das richtig. Was für unsichere Tage.
Oh, ist das ein Fisch für mich? Ja, wieso? Ach so, ich kann die hochheben. Es war tatsächlich ein fucking Kids. Oh, und hier ist eine Karte. Oh, das sieht ja nice aus. Und hier können wir speichern. Und hören wir ein Pfeifen. Okay, dich haben wir schon gesprochen. Wir sehen euch so ähnlich aus. Und ihr habt denselben Text gekriegt. Und der schiebt mich einfach beiseite, der Idiot. Ein Kind schiebt mich einfach. Wenn ich mal so überlege, der geht ein bisschen wie Ark aus Terranica. Also Terranica. Terrania. Nee. Terranigma. Ach! Von Quitsche das Game. Von denen ja eigentlich ja drei, also eine Trilogie gibt. Nee. Einmal Sawblade, einmal auf Illusion of Time und dann Terranigma. Ich kann ein bisschen mal leveln. Ja, gefällt mir auch. Hier war doch irgendwie was gewesen, aber ich muss aufpassen, dass die mich nicht erwischt. Aber kann auch sein, dass vielleicht auch wirklich keine gute Idee ist, weil ich bin mir ins Dorf gegangen. Und der ist Typ ja da. Aber ihr müsst mal euch vorstellen, ich kämpfe mit einem fucking Messer. Also, was ja nicht was Schlimmes sein muss. Ich meine, Messer sind ja ganz gut. Das Problem ist nur, die Reichweite ist nicht normalerweise nicht ganz gut vor sich gegeben. Oh. Was bist du denn? Naja. Was auch immer du bist tot. Okay, das mit dem Treten habe ich noch nicht herausgefunden. Ich will mich ein bisschen immer umsehen. Da ist eine Schlange. Ob das eine gute Idee ist, eine Schlange anzugreifen, die... Ja, ich muss in die Hocke gehen. Und das ist ein bisschen kompliziert, weil mit A drücke ich und da muss ich dann anschließend auf B kommen. Weil wenn ich nämlich den A-Knopf loslasse, dann geht er wieder hoch. Also nicht gerade gut gelöst. Ich komme her, Schlange. Du bist böse. Okay, du haust jetzt ab, aber tut mir leid, du bist ein Gegner, darum musst du sterben. Und ihr war ganz schön aufgeblasen, diese Schlange, ey. Aber so vom Spielprinzip ist es sehr angenehm, also... Er geht in die Hocke und springt. Okay... Schon wieder eine fucking Schlange. Ja, ich sollte auch treffen. Und ich muss heute sofort zuschlagen, bevor sie explodiert. Na toll, wieder einer mit der fucking Armbrust. Aber das Gute ist, bei einer Armbrust ist man dicht daran, ja, einfach nur kräftig zuschlagen. Oh, und so kann ich runterspringen.
Soweit ist oder mehr auf Fernkampf. Man sollte sich nicht darauf verlassen, weil die könnten nämlich ebenso gut. Okay, mal warten. Du hast. Okay, das hat er mir wirklich übel genommen. Ach, guck mal, er kann mich auch angreifen, wenn ich so nah dran bin. Na, das ist aber scheiße, wenn er das so sagt, auf einen warten kann. Das ist mein Ziel. Gut, dann will man sehen, mal, ob ich da hinkomme. Okay, ich habe verstanden. Ich muss hier lang. So da oben. Naja, ich will auch deswegen die ganzen Gegner platt. Man kann ich. Nö. Oh, falsch. Ach, der Typ ist wieder da, natürlich. Oh. Kids hat nicht gut gebrochen. Glaubst du ernsthaft? Ich lass dich hier von dir packen, Alter. Komm mal her. Okay, das könnte ein bisschen schwierig werden. Die stehen nicht umsonst da zusammen. Ich schätze mal, die gehen wohl gleich auf mich los. Oder lassen sich von mir verprügeln. Eigentlich auch recht angenehm, wenn die Gegner nur wie bekloppt durch die Gegend laufen. Komm. Okay, was ist das? Tja, wo ich da meine Frost loslassen kann. Ja. Yeah. So. Ach, die können auch buddeln. Und der hier ist wohl der Stärkere, weil er ist ein bisschen dunkler. Gut, dann vermobbe ich dich jetzt. Haben uns ein Kiez gegönnt. Es fehlt noch, dass ich da runterspringen kann und ich den ganzen Weg nochmal. So. Also Combo geht ja ganz gut. Ist das unser Zuhause? Ja und. Kommen wir rein? Hä? Hallo? Hä? Ach, wo kommst du denn her, Idiot? Nimm mal schön Käse mitnehmen. Gucken wir mal auf die Karte. So ungewohnt.
Oh, ich glaube, wir sind wohl falsch. Das war nicht, das hat nicht unser Ziel angezeigt. Wo können wir runter? Also, ja, die Flagge ist unser Ziel und ich laufe woanders lang. Ja, ich dachte halt, der Punkt, der, sag ich da mal, geht, ist, dass wir, da müssten wir hin, dabei waren wir es. Kommen wir aus der anderen Seite des Dorfes raus? Ich gehe mal davon mal aus. Ja, das sieht schon eher richtig aus. Naja, dann haben wir ein bisschen mehr was gesehen. Ich meine, hey. Oh, Eintritt und schon ist er tot. Okay. Okay, du möchtest gern Shredder. Dann geh mal tot. Okay, aber die gehen auf uns los dann. Naja. Leveln wir eigentlich auch? Wäre vielleicht nicht mal ganz so falsch. Oh, du lebst ja noch. Oh, Fische. Das ist ja cool. Gucken wir mal, nehmen wir mal Status. Ja, wir schauen wirklich. Oh, wir leveln gleich, wenn ich das richtig sehe. Aber wir machen noch was anderes. Also bis jetzt spielt es sich sehr angenehm. Man kann sich auch sehr schnell ändern. Ja, jetzt sag ich Mario. Also Ali, könntest du mal bitte in die richtige Richtung drehen? Ich glaube, wir sind wieder ganz woanders, oder? Okay, gehen wir mal da zurück. Das können wir ein anderes Mal machen. Ich glaube, bei diesem dunklen Grün da sollten wir nicht draufbleiben. Weil da nämlich nur diese komischen Rattendinger da rauskramen. Ja, der Typ. Okay. Ja, gut. Ja. Wer aushält, muss auch einstecken können, Dude. Das scheint bei dir nicht so der Fall zu sein. Manchmal will er aber nicht in die Richtung schlagen, wo ich es so gern will. Oh. Ich schätze mal, das wird auch so eine Sache mit Aufleveln und so. Die warten doch nur darauf, dass sie da runterspringen, oder? Ich kann rennen. Thank you.
wirklich doch. Meine Fresse nochmal! Könntest du mal bitte auch in die richtige Richtung schlagen? Du hast eine fucking Armbrust und benutzt sie nicht. Alles klar. Also besser für mich. Hallo? Also ich hatte keine Lust gehabt, mit denen zu kämpfen, weil ich bin ja schon in der Stadt. Ah, das bist du. Das ist schon lange her. Hast du was anderes gefunden? Also wenn ich so verstanden, ist Ali ein Prinz, aber gleichzeitig auch wie so ein Schatzsucher, was ein bisschen verlacht wird? Du bist in Ordnung, oder? Ich sah eine fremde Gruppe ins Dorf und ich war ein bisschen besorgt um dich. Es ist nicht sicher, draußen umherzuwandern. Deswegen schiebst du mich auch hin. Ali, was hast du diesmal ausgegraben? Jede Menge Ärger. Ich hab dich lange nicht mehr gesehen. Wo warst du denn? Schatz suchen. Also, okay, du sagst mal dasselbe. Und da bin ich noch nicht hin. Ich will nämlich noch wissen. Ich will gehen mal runter, weil ich schätze mal, ich soll da oben hin, weil. Was war das denn gerade? Oh, ei. Ja! Wie kommt da nicht dahin, weil das irgendwo auf derselben Ebene ist? Also das Schiff, das Ding, Stück das Schiff von. Und da, wo wir langlaufen. Oh, komm, wir können hier rein. Ein versteckter Dungeon? Und eine Pflanze, die wahrscheinlich ein Verwandter von den Piranha-Pflanzen aus Super Mario Welt ist. Aber wir können doch nichts machen. Okay. Also, das schreit ein Rätsel, dass das später gelöst wird. Und was hier? Nur hoffentlich triggern wir da was nicht. Ja, wir können nur bis hierhin. Und da oben können wir nicht. Weil unsichtbare Wand. Und manchmal kann der Typ laufen. Ich kapiere das manchmal echt nicht. Ich scheiße manchmal merkwürdig. Oh, was ist hier? Ein Wald. Und recht ein schattiger Wald. Mit vielen, vielen Schlangen. Ja, HP, Healpoint. Kann ich eigentlich leveln so? Ich dachte, ich habe nämlich, ich zeig's euch mal, was ich. Ich dachte, diese 200, das wären so das, was wir den Level, den wir erreichen müssten. Aber jetzt sehe ich HP, das heißt ja Healpoint. Also, nichts Punkt zum Leveln. Na gut, dann gehen wir hier rein. Wenn die Treppen hochgeht, dann scheint es ein bisschen zu brauchen, bis er nach oben gehen kann. Ja, es kann auch sein, dass hier immer so Secret sind. Ich muss mal sehen, wie ich laufen kann. Okay. Ah, ich muss aber zweimal in dieselbe Richtung drücken. Also in dieselbe Richtung und dann läuft er. Läuft! Okay, das ist zwar hier gar nicht mal so schlecht hier, so mit, dass man da so durchgehen wird, aber beim Kampf ist es letztlich. Prinz Ali, willkommen zurück.
Oh, ist das hier die Schatzkammer, die ich plündern darf? Aha. Nö. Oh, eine Apfelsine oder Orange genannt. Also wenn das die Schatzkammer... Oh, ein Schwert. Bogen. Das ist eine fucking Armbrust, Leute. Kein Bogen. Was bedeutet eigentlich das? Die Möbiusschleife da. Hä? Jetzt haben wir mehr Reichweite. Obwohl ich... Okay. Das könnte mir dahin, aber ich glaube, kommen wir auf Umwegen dahin. Gut. Interessant ist... Nee, warte mal. Gehen wir mal ganz kurz. Ach so. Das ist nicht auf der gleichen Ebene. Das ist eine Etage drunter. Okay. Oh, eigentlich wollte ich mal... Naja, was wollte ich eigentlich? Ja. Ein bisschen mich umschauen, bevor ich da zum Vater gehe, also zum König. Ich schätze mal, das ist da unser Vater. Ja, da ist er ja schon. Der König und die Prinzessin warten schon in der Halle auf... Der Halle der Stufen, okay. Aha, der sagt dasselbe. Geil, ich komme nicht um darum. Ich hoffe, es gibt keine Mission, wo wir laufen müssen. Oh, ich komme gleich, Leute. Oh, Buch. Aha. Ach, guck mal an. Hier ist das Tutorial, was ich herzlich vermisst habe. B, to attack the wire. Ah, wenn C. Wenn C. Button ist Tab. Okay, kann jemand mal sagen, wo bitteschön der C-Button bei meiner Switch ist? Ist ein Tab, ein Dax, wenn. Also, A ist C. Gut zu wissen. Ran! Nein, sagen wir A. Aha. Spin Attack. One of the bad attacks is mit Nadet. Okay. Links. Links zurück, rechts Button. Aha. Okay. Hoffentlich ist das jetzt nicht so wichtig. Und Prinzessin. Ist das nochmal unsere Schwester? Hallo. Ali, bitte geh und lies die Bücher hinter. Ah, sie werden dir helfen. Ah. Oh, sie heilt uns. Danke, Schwester. Ich gehe davon aus, Frieda. Willkommen zurück, mein Sohn. Lass uns sehen, was du gefunden hast. Ich habe diese Story gehört. Ich habe es schon mal gehört. Wenn es ja wirklich der Goldarmband ist. Dann ist das der Grund für die Angriffe, die für die Anerkrenten heute. Der Goldarmband heißt Govans, die wilden Geister. Ali zu finden Geister in den Wasserschreien.
Ich hab nur Auftrag erhalten! Noch irgendwas, Dude? Ist er trustworthy partner für you? Alles klar. Aber ich sehe schon, dass ich ziemlich viel Zeit habe. Also dass es schon 50 Minuten sind. Und ich würde sagen, wir beenden mal den Part. So. Also, was kann ich dazu sagen? Es fühlt sich ganz gut an. Und von den beiden Spielen, die ich heute getestet habe, ist das hier eindeutig das Bessere. So. Wenn es euch das gefallen hat, also das LP und... Hab ich mit dir schon geredet? Ja, hab ich. Dann gebt mir einen Daumen hoch, Abo, bla bla bla, das Übliche. Also, sia matane. Moment mal. Warte mal, ich sag gleich... ich muss mal raus. Aus irgendeinem Grund kann ich nicht vor dich speichern. Okay, in Gebäuden kann ich also nicht speichern. Gut zu wissen, Leute. Also okay, nochmal. See you later.